Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because the visions are flea-creeping, left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. So, Freunde, auf geht's zur PU. Auf irgendeine Burg. Wie heißt die Burg? Wildenstein. Zu dem Wildenstein. Ermittlerhunde sind auch schon ganz aufgeregt. Die wollen los. Zwei Fahrzeuge, zwei Teams. Wir sitzen hier in irgendeinem komischen Auto und steuern die Burg Milbenstein an. Feuerstein. Wilderstein! So, die Burg Wilderstein. Genau, Wilderstein ist gut. Da fahren wir hin. Was geil mit dem Schwebeobjektiv hier, aber Schwebestativ, das wackelt schön im Auto. Der fährt auch wie so ein Wahnsinniger, ja. Also, der fährt hier 30 durch die 10-Zone. Hinter uns, ich weiß nicht, ob man es sieht, da irgendwo so ein komischer VW Polo. Das ist der Rest. Nee, das ist ein Mercedes. Ah, na, da. Ist nicht der Rest. Die haben wir abgehangen, ich habe ja gesagt, der fährt wie Sau. So, wir fahren hier die engsten Gassen lang. Was tut man nicht alles für paranormale Ermittlungsarbeit? Das geht hier echt weit. Man sieht es gar nicht, so tief runter geht das. Hier parken wir jetzt bestimmt irgendwo uns hin und her. Und dann bin ich mal hier ein kleines Stück hochgeklettert. Das ist echt steil hier. Wuhu. Und heute ist auch kein Burgfreunde-Treffen. Warum hast du kein Feuerzeug? So, das Team 2 ist jetzt auch angekommen. Wir sitzen jetzt hier schon ungelogen. Gucken wir dann mal. 2 Stunden oder 3 Stunden warten wir hier. Also unsere PU ist fertig. Jetzt kommen die hoch. Na gut, dann machen wir halt noch ein bisschen. Wie ihr seht, fahren wir hier auch nicht rein, weil steht da dran. Bitte nicht reinfahren. Rote Haare. Ach so, ja. Und du bist das tätowierte Schwein hier, ja? Outtake. Wen nennst du hier Schwein? Outtake. Jetzt kommt der Moment. Da hole ich meinen Schwabe.
Und dann und flatschen, Fabian. Möchtest du eine Jacke jetzt? Das ist schon eine lustige Truppe, oder? Aber sind alle ein bisschen krank. Also nochmal für die Allgemeinheit, es gibt eine Erlaubnis, wir dürfen da oben alles machen. Hexenverbrennung habt ihr jetzt nicht mitgekriegt, das dürfen wir auch machen. Wir haben leider nur eine mit, das wird ein kurzer Spaß. Was ist denn hier oben? Hätte ich das gewusst, wäre ich nicht mitgegangen. Alter, seit 5 Kilometern laufen wir hier berghoch. Also gefühlte 5 Kilometer. Das geht auch nicht. Ich kann noch. Jetzt hat sich hier alles verdreht. Na, ist ja super. Machen wir mal halt so. Da sieht man mal, wie steil das hier wirklich ist. Es ist enorm steil. Ich habe das Gefühl, dass wir alle nicht jünger werden. Die ersten sind schon oben, die anderen sind noch unten. Aber so ist das. Weißt du, wie wir jetzt hecheln, ne? Die nächste Location. Machen mich einfach mal eben. Kann es nicht einfach mal. Das ist der David vor mir. Hallo. Von dem Team, wo ich zu Gast bin. Das ist Gina. Ja. Das ist Finn. Und das ist Pearly. Finn hat einen Spitznamen von mir gekriegt, Killer. So, wir sind so, da hoch müssen wir noch. Da sieht man schon ein Stück von der Burg. So, komm, Mäuse, wir gehen weiter. Jetzt müssen wir hier rum. Und dann haben wir schon Zeit geschafft. Das andere ist jetzt alles Pillepall. Und die anderen sind auch unterwegs. Es dauert halt manchmal ein bisschen länger, wenn es so ist, wie es ist. So, und wir sehen uns dann halt oben wieder. Rumlaufen. Ja, schön am Handland bis hier vorne. Guten Ton halt von außen.
Ja, ich hoffe, die Bilder sind ordentlich geworden, sonst drehe ich durch. Ich drehe so durch. Okay, ich hole mal mein Material. Oh, das ist ein geiles Objekt, gefällt mir. Liebe ich schon. Wo wollen jetzt mal deine kleine Kamera? Ja, ich komme jetzt damit, ich komme mit. Ich gehe jetzt aber noch mal kurz da runter, weil die da unten so ausrasten. Ich komme gleich wieder. Willst du mal gucken? Wenn was ist, sag mal Bescheid. Alter Mann, das Kind, der Zuck. Also die zwei wollen jetzt gerade mal da hin in diesen Vorsprung reingehen. Okay. Kamera? Das brauche ich nicht. Okay, dann müssen wir uns nämlich ruhig verhalten, Reste werden. Ja, ich komme mit rein, ich lasse eine Kamera los. So leuchteten die. Alter, die nimmt die ganze Zeit auf. Das ist Jumpman. Ja. Lass bloß die Kamera nicht mal. Wenn du dir was brichst, ist egal. Aber. Oh je. Da geht am besten mal kurz einer mit einer Taschenlampe an. Ich habe jetzt gerade keine bei. Ich habe jetzt gerade keine Taschenlampe bei. Auch auf einer verlassenen Burg findet man Paparazzis. Okay, gehen wir mal rein. Soll ich vorgehen, oder? Wenn du vorgehen möchtest, kannst du. Warte mal. Oh. Mach die Spinnenweben bitte. Boah. Ein Verlies. Moment. Jetzt. Und wie unser Verdacht war, in der Kammer sitzt hier Tatsache irgendjemand in dieser Ecke. Ich habe dir da jetzt in die Ecke den Voice-Recorder gelegt. Du kannst gerne darüber dann sprechen. Dandy sagt ja. Der liegt hier auf dem Boden, der Kollege. Warum liegst du da unten? Versteckst du dich? Das ist riesengroß, das Männle. Obwohl, so viel Platz ist hier nicht. Bist du ein Kind? Versteckst du dich hier? Du hast so lange Arme. Wenn du echt bist, kannst du mal mit einem Arm winken? Geht das? Kannst du mal winken? Danke. Und den anderen Arm? Kannst du mit dem anderen Arm winken? Danke. Warum bist du noch hier? Weißt du nicht? Kannst du hier nicht weg? Gefällt's dir hier? Wenn es dir gefällt, wackel mal mit deinem linken Arm. Danke. Und wenn du nicht weg kannst, aus was für Gründen auch immer, wackel mal mit deinem rechten Arm. Gut. Also du könntest weg, wenn du möchtest. Also gefällt's dir hier. Bist du jetzt die ganze Zeit hier gewesen oder warst du vorhin auch kurz bei uns, bei Regina, bei den Hunden? So, ich werde mich mal hier wieder rauszwängeln. Wir lassen dich jetzt alleine. Ich nehme den Voice-Recorder wieder mit. Wenn du möchtest, kommen wir später nochmal vorbei. Wenn ja, dann wackel nochmal mit deinem linken Arm. Es ist das Scheißding ausgegangen. Ach Gott, nee. Ein anderes Tier klopft nicht. Ganz schön kühl. Stell dich doch einfach mal neben die Regina. Vielleicht, ich kann dir auch Platz machen. Ich kann mich auch hier hinstellen. Na zack. Sucht was. Sucht was. Stehst du jetzt neben Regina?
Machst du dem Finn gerade Angst? Ist Futter. Alles gut. Kann ich da drauf drücken oder nicht? Ja. Es war hier gerade extrem kalt, wo ich gestanden war. Warst du hinter mir gestanden? Also Regina, lauf mal ein Stück nach da. Hier ist nämlich jetzt nicht. Lauf mal ein Stück nach da. Alles klar, bleib stehen, bleib stehen. Es entweder hat es genau vor dir gestanden oder genau hinter dir. Jetzt wird es wieder eiskalt hinter mir. Ich kann ja auch mal hinlaufen. Stell dich doch mal neben mich. Du musst dich nicht hinter mir verstecken. Jetzt erkennst du. Die Geräte hier machen nichts. Unten am Fuß. Die können uns nur zeigen, dass ihr da seid. Senk mal ab. Hält das? Regina ist nicht alleine. Es ist genau vor dir steht's. Ja, geh mal von dir aus gesehen ein Stück nach rechts. Du musst mitschwenken, du musst mitschwenken. Sorry. Das geht bis zu uns. Es geht über den Boden lang. Die ist nämlich auch kalt. Jetzt geht's. Der ist nicht mehr auf der Regina, der ist direkt vor der Regina oder unter der Regina. Ja. Wahnsinn. Guck mal, wo die Hunde hingucken. Das ist schön. Das ist genau die Richtung. Ihr dürft euch ruhig zeigen. Da passiert gar nichts. Das macht nur möglich, dass wir auch sehen können, dass ihr bei uns steht. Und wir freuen uns wie Bolle, wenn wir euch sehen können. Hier hinten hat es geknackt. Da findest du was. Oh mein Gott. Das ist was ganz Großes. Das ist auf jeden Fall größer als du, aber liegt dir zu Füßen. Ist ja nicht schwer, größer als ich zu sein. Das ist richtig mit 1,47. Ich freue mich, dass du dich zeigst. Na, wo bist du hin? Wie ich vorhin unter dem Baum gesessen war, habe ich dich da reden hören? Also sucht immer was vor dir auf jeden Fall. Du hast so schön erzählt. Ich war nur zu weit weg, ich habe es nicht verstanden. Und wir waren ja vor 2, 3 oder 4 Wochen ungefähr schon mal hier und haben jetzt die Geräte abgehört und haben uns total gefreut, dass ihr so schön mit uns gesprochen habt. Sucht auf jeden Fall am Boden was. Jetzt wird es auch an meinen Beinen ein bisschen kalt. Aber an meinem Rücken ist es auch schon wieder eiskalt. Ist ja gut, Schatz. Passiert nichts. Ich glaube, das steht jetzt sogar direkt vor mir. Da unten. Wer steht hinter mir? Stell dich doch bitte mal neben mich. Mir ist kalt langsam. Ja, so ist besser. Falls noch mehr da sind, die vielleicht jetzt zuschauen und sich noch nicht trauen oder später mal Lust haben, zu uns zu kommen. Wir sind noch eine Weile da heute, wir haben uns heute Zeit für euch genommen. Aufnahme. Die ist da.
Was ist das eigentlich für eine Öffnung hier? War das schon immer offen, um da durchzugehen, um die Burg rumzugelangen, oder ist das zerstört worden? Kannst du auch nicht. Ich weiß, Finn, ist gut. Das ist alles gut, Finn. Das zu machen. Ja, mach du. Das zu. Ja, komm ruhig her. Das war Thomas. Die Auswertung später von Thomas. Die Kamera darf da auch nicht. Ja, die kann laufen. Das ist auch ganz unverschämt. Alter. Ich bin nach einem Eisblock, wenn es so weitergeht. Jetzt mal eine Frage von mir. Wenn euch es möglich ist, kalt zu machen, könnt ihr es auch wärmer machen? Oh, ich muss die mal runterlassen, mir fallen gleich die Arme ab. So 2 Kilo auf jeder Seite. Das kann ganz schön schwer sein. Alles gut. Ja, Finn, ja, ich weiß, Finn, bleib mal hier. Wir laufen dem jetzt nicht hinterher. Nee. Pölli, warte, der Finn haut ab. Bleib hier, Finn. Finn, komm her, bleib hier. Wir können da jetzt nicht runter. Komm her, mein Schatz. Komm. Na komm. Komm her. Ja, komm her. Bleib da stehen. Also ich habe das Gefühl, mir läuft gerade jemand hinterhergelaufen, weil jetzt ist mein Rücken wieder kalt. Guck mal, wie geil das aussieht. Ist ja gut. Rechts hinter dir. Ist fast da dir am Kopf. Ja. Fast dir am Kopf, immer noch. Fühlt sich an wie Spinnenweben. Und hält sich selber an der Mauer fest. Jetzt ist er, hat er losgelassen und hängt an der, jetzt ist er weg und hing an der Mauer. Bist du hinterher gekommen, ne? 1, 2, 3 Stück an beiden Mauern. Du bist umzingelt. Ach du meine Güte. Die interessieren sich für die Hunde. Seid ihr wegen den Hunden hier? Ach du meine Güte. Ihr mögt die gern, gell? Ja, ich auch. Ich liebe die. Deshalb haben wir die auch wieder mitgebracht, weil wir schon gehört haben, dass euch die gefallen. Und auch wenn der Finn jetzt hier ein bisschen rumpiezt oder so, der ist halt aufgeregt, aber ihr dürft ihn auch gern streicheln, wenn ihr wollt. Na, Finn? Ja, das dürfen wir. Natürlich. Na klar. Die Streichel, wo hast du was? Ja. Ich freue mich riesig, dass ihr euch zeigt. Das ist gerade
richtig krass. Dankeschön. Ja, alles gut, ne? Ich habe dich auch vorhin reden hören, stimmt's? Wir sind immer wieder mal weg. Seid ihr noch da? Es wird kalt von vorne. Die Apfel. Jetzt sind sie weg. Okay. Jemand sehr starkes Bedürfnis nach Energie. Okay, wir brechen jetzt hier ab. Schön, dass ihr euch gezeigt habt. Vielen Dank. Wir haben uns vielen herzlichen Dank. So.